US-Demokraten sind dabei, in den USA schrittweise Pädophilie zu legalisieren. Durch Lobbyarbeit soll in den Medien das Wort pädophil vermieden und zum Beispiel durch folgende Formulierung ersetzt werden: Menschen, die sich zu Minderjährigen hingezogen fühlen. Pädophilie soll nicht mehr wie bisher als Straftat, sondern als unveränderliche sexuelle Orientierung definiert werden. Nathan Larson, ein Kandidat für den Kongress im Bundesstaat Virginia, bekannte sich 2018 öffentlich dazu, dass Sex zwischen einem Erwachsenen und einem Kind zulässig sei, wenn zwischen ihnen eine Ehe besteht, auch wenn einer der beiden erst 10 Jahre alt sei. In Kalifornien haben Journalisten herausgefunden, dass von den 7000 Tätern, die wegen unzüchtiger oder perverser Handlungen an Personen unter 14 Jahren verurteilt wurden, niemand mehr als 1 Jahr im Gefängnis verbracht hatte. Anstatt die alarmierenden Statistiken zum Anlass zu nehmen, um härter gegen Pädophilie vorzugehen, verabschiedet Kalifornien Gesetze, die den Kindesmissbrauch fördern.